Gegenaktion mit dem Titel Der Papst kommt, mitmachen sollte. Wir alle haben das überlegt. Aus einem ganz einfachen Grund. Der Papst kommt. Ja, aber auch der Papst hat das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung. Außerdem kam mir das irgendwie unglaubwürdig vor. Der Kerl ist immerhin 84. Was soll da noch kommen? Na gut, auch viele der Priester, die in letzter Zeit so die Kneblein missbraucht haben, waren schon älteres Baujahr. Also ganz ausschließen kann man es nicht. Aber wenn, sollte man es ihm dann nicht können? Tja, eigentlich ja. Aber der Papst darf das nicht. Oder nie? Selbstfeuchte Träume sind Sünde. Und heiraten darf er ja auch nicht. Wann soll der Kerl kommen? Es war also, wie ihr seht, ein schwieriges Problem. Immer wenn es gilt, schwierige Probleme zu klären, was macht da eine gute Kirche? Sie beruft ein Konzil ein. Das haben wir auch getan. Und nach einem etwa halbstündigen Selbstgespräch wusste ich, wir machen doch mit. Denn es war mir aufgegangen, der Papst kommt ja nicht so, sondern der Papst kommt nach Berlin. Aber auch das hat wieder Fragen aufgeworfen, neue Fragen. Zum Beispiel die Fragen nach den Kosten für den Steuerzahler. Ja, wie kann man das nun rauskriegen? Ihr werdet es kaum glauben können, aber selbst in unserem Bundestag gibt es Abgeordnete, die das interessiert. Und die haben eine kleine Anfrage gestellt an die Bundesregierung über die Kosten des zu erwartenden Papstbesuches. Genau heißt die in ihrem entscheidenden Punkt, welche Kosten werden im Rahmen des Papstbesuches für welche Posten anfallen und wer wird diese Kosten tragen? Bitte einzeln aufführen. Die Antwort der Bundesregierung. Papst Benedikt folgt bei seinem bevorstehenden offiziellen Besuch einer Einladung des Staatsoberhauptes der Bundesrepublik Deutschland. Die deutsche Seite trägt daher die Kosten für den offiziellen Teil des Programms am 22. September 2011. Wie bei anderen vergleichbaren Besuchen von Staatsoberhäuptern gewährleistet sie als Gastgeber während des gesamten Aufenthaltes in Deutschland die Sicherheit und das Wohlergehen des Gastes. Hierunter fallen insbesondere die Kosten des sicheren Transports im Inland. Die Sicherheit der Veranstaltungsteilnehmerinnen und Teilnehmer wird durch die Bundespolizei und die Polizeien der Länder in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich gewährleistet. Die Kostenübernahme für diese Maßnahmen richtet sich ebenfalls nach den allgemeinen Regeln. Die Größenordnung der entstehenden Kosten kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht zuverlässig eingeschätzt werden. Sie ergibt sich erst aus dem tatsächlichen Besuchsverlauf. In einem nächsten Punkt heißt es weiter, im Übrigen werden, wie bei anderen Großereignissen, die Kosten für die Einsätze der Sicherheitsbehörden im Rahmen der eigenen Aufgabenwahrnehmung nicht besonders erfasst. Diese werden aus den jeweiligen Haushalten der jeweils beteiligten Sicherheitsbehörden finanziert. Zu Deutsch, es wird niemals irgendwann feststehen, was dieser Badbesuch wirklich gekostet hat. Immerhin, im Haushalt des Landes Baden-Württemberg ist der Papstbesuch aufgeführt. Die Sicherheitsmaßnahmen allein werden mit 5 Millionen Euro veranschlagt. Hinzu kommen dort noch einmal 300.000 Euro allein bei der Stadt Freiburg, denn auch die Kommunen müssen noch einen prächtigen Teil zur Finanzierung beitragen. Letztlich, finde ich, ist es aber gar nicht so schlimm, wenn wir nicht so ganz genau wissen, was der Besuch kostet. Denn es gibt handfeste inhaltliche Gründe, warum dieser Papstbesuch abzulehnen ist. Zuerst muss man sich fragen, als was besucht der Papst uns überhaupt? Ihr wisst, die Katholen, die stehen so auf merkwürdige Konstrukte, die man nicht gleich durchschaut. Vor allen Dingen Konstrukte mit der Zahl 3. Die heilige Dreieinfaltigkeit zum Beispiel, aber nicht nur die gibt es,
sondern auch die heilige Dreistuhligkeit. Der Papst ist Heiliger Stuhl, Papst und Staatsoberhaupt. Heiliger Stuhl und Papst haben im Bundestag nichts zu suchen. Wir haben es schon in der Anfrage gehört. Eingeladen ist der Papst als Staatsoberhaupt. Auch dort wurde übrigens nachgefragt, nochmal in der Anfrage, aufgrund welcher Erwägungen sind auch protokollarisch gleichrangige Staatsbesuche anderer Religionsgemeinschaften in der BRD möglich? Und für welche Religionsgemeinschaften gibt es innerhalb der Bundesregierung Erwägung für solchen Staatsbesuch? Die Antwort: Einladungen zu Staatsbesuchen und offiziellen Besuchen nach Deutschland richten sich ausschließlich an Staatsoberhäupter und Regierungschefs anderer Länder. Das ist gut so, aber doch nicht an jeden Staatsoberhaupt. Niemand wäre auf den Gedanken gekommen, vermute ich, irgendwann mal, Gaddafi darf ich nicht sagen, nee, das wäre ein blödes Beispiel, auf den Gedanken sind schon viele gekommen, früher. Aber es gibt doch welche, die man nicht einlädt. Zum Beispiel den letzten europäischen Diktator, den Papst. Der Papst ist ein absolutistischer Wahlmonarch. Er entscheidet völlig allein. Er übt alle drei Gewalten, das der Regierung, das der Gesetzgebung und das der Rechtsprechung, in einer einzigen Person aus. Hinzu kommt, dass der Vatikan der einzige Staat ist, der auch jetzt unter Führung dieses Papstes bis heute noch nicht die Menschenrechte anerkannt hat. Bis heute Gleichberechtigung der Geschlechter verweigert und Schwulen und Lesben verfolgt. Was mir nun wieder völlig unverständlich ist. Denn eigentlich, wenn man sie genau betrachtet, muss man doch feststellen, die haben ein richtig großes Herz für Schwule. Seht euch nur die Aufzüge der Katholen an. Mit Frauenkleidern, roten Lackschüchen und überdimensionalen, geradezu phallusartigen Mützen. Das ist doch CSD in Zweitform. Völlig unverständlich auch war es mir, wieso es nur Schwule und Lesben gibt, die nicht nur auf die Bibel stehen, sondern auch noch katholisch sind. Vielleicht haben die in dem alten Horrorreiser nur gefunden, was auch ich gefunden habe. Denn dieses Machwerk fordert in einem Lichtmoment sogar zur Homosexualität auf. Ja, ihr könnt es glauben. Na gut, im Alten Testament steht es noch etwas anders. Aber im Neuen steht, wer in mir bleibt, na gut, hier könnte man noch denken, es spricht eine Frau, aber es geht weiter. Und ich in ihm, also hier ist es völlig klar, es kann nur um Sex zwischen Männern gehen, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebene und verdorrt, und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. Johannes 15. Was sollte das anders sein als eine Aufforderung zu ungehemmter gleichgeschlechtlicher Liebe? Zur Gleichberechtigung hingegen habe ich nichts positiv gefunden. Weder im Alten Testament noch im Neuen Testament. Aber damit ich auch hier etwas sagen kann, ich werde verzichten, immer zu rezitieren, von wo es ist. Ein Weib lerne in der Stille mit aller Untertänigkeit, steht in der Bibel. Oder woanders, denn der Mann ist nicht vom Weibe, sondern das Weib vom Manne. Lasset eure Weiber schweigen in der Gemeinde, denn es soll ihnen nicht zugelassen werden, dass sie reden, sondern sie sollen untertan sein, wie auch das Gesetz sagt. Die Weiber seien untertan ihren Männern als dem Herrn. Erstaunlich, wenn heute tatsächlich manche behaupten, unsere heutigen Werte, selbst das Grundgesetz, wären dem Christentum zu verdanken. Was sind denn unsere Werte? Schutz der Menschenwürde, Recht auf Selbstbestimmung, Gleichberechtigung, Meinungsfreiheit, Schutz vor Gewalt und Folter. Was lässt sich aus der Bibel zu diesen Werten herauslesen? Ich rezitiere wieder, ohne die genauen Bezeichnungen, um Zeit zu sparen. Wenn jemand bei einem Manne liegt wie bei einer Frau, so haben sie getan, was Gräuel ist, und sollen beide des Todes sterben.
Wenn ein Mann einen störrischen und widerspenstigen Sohn hat, der auf die Stimme seines Vaters und auf die Stimme seiner Mutter nicht hört, und sie züchtigen ihn, er aber hört nicht auf sie, dann sollen sein Vater und seine Mutter ihn ergreifen und ihn hinausführen zu den Ältesten seiner Stadt und zum Tor seines Ortes. Und sie sollen zu den Ältesten seiner Stadt sagen, dieser unser Sohn ist störrisch und widerspenstig. Er hört nicht auf unsere Stimme, er ist ein Schlemmer und Säufer. Dann sollen ihn alle Leute seiner Stadt steinigen, dass er stirbt. So sollst du das Böse aus deiner Mitte schaffen. Und ganz Israel soll es hören und sich fürchten. Selbst Aufrufe zum Genozid gibt es in der Bibel. Und sie führten das Heer wieder die Midianiter, wie der Herr dem Mose geboten hatte, und ermürbten alles, was männlich war. Und die Kinder Israel nahmen gefangen die Weiber der Midianiter und ihr Kinder, all ihr Vieh, all ihr Habe und all ihre Güter raubten sie und verbrannten sie mit Feuer, alle ihre Städte, ihre Wohnungen und alle Zeltdörfer. Doch das wurde nicht hingenommen. Warum habt ihr die Weiber leben lassen? So töteten sie nun alles, was männlich ist unter den Kindern, und alle Frauen, die nicht mehr Jungfrauen sind. Aber alle Mädchen, die unberührt sind, die lassen sie für sich leben. Selbst Kannibalismus ist eine Drohung Gottes. Du wirst die Frucht deines Leibes, das Fleisch deiner Söhne und deiner Töchter, die dir der Herr, dein Gott, gegeben hat, essen in der Angst und Not, mit der dich dein Feind bedrängen wird. So spricht der Herr, siehe, ich will Unheil über dich kommen lassen aus deinem eigenen Haus und will deine Frauen nehmen vor deinen Augen und will sie deinem Nächsten geben, dass er bei ihnen liegen soll an der lichten Sonne. So zieht nun hin und schlagt Amalek und vollstreckt den Bann an ihm und an allem, was es hat. Verschone es nicht, sondern töte Mann und Frau, Kinder und Säugling, Rinder und Schafe, Kamele und Esel. Es sollen auch ihre Kinder vor ihren Augen zerschmettert, ihre Häuser geplündert und ihre Frauen geschändet werden. Selbst wenn man andere Götter anbetet, gibt es Strafen. Nimm alle Anführer deines Volkes und spieße sie auf für den Herrn im Angesicht der Sonne auf Pfähle, damit sich der glühende Zorn des Herrn von Israel abwende. Auch die Hochzeitsbräuche sind etwas eigenartig, zumindest die Hochzeitsgeschenke. Als David die Tochter von Saul heiraten wollte, verlangte Saul 100 Vorhäute als Brautpreis. Und die Zeit war noch nicht um, da machte sich David auf und zog hin mit seinen Männern und erschlug unter den Philistern 200 Mann. Und David brachte ihre Vorhäute dem König in voller Zahl, um des Königs Schwiegersohn zu werden. Da gab ihm Saul seine Tochter. Samaria wird wüst werden, denn es ist seinem Gott ungehorsam. Sie sollen durch Schwert fallen und ihre kleinen Kinder zerschmettert und ihre Schwangeren aufgeschlitzt werden. Wer sich in der Bibel auskennt, wird gemerkt haben, das betrifft alles das Alte Testament. Das Neue Testament, so weiß jeder, ist die reine Botschaft der Liebe. Denn unser Friedensfürst Jesus hat das Alte Testament also Kraft gesetzt. Ist dem wirklich so? In Matthäus sagt er, glaubt nicht, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota und ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wer irgend nun eines dieser geringsten Gebote auflöst und also die Menschen lehrt, wird der geringsten heißen im Himmelreich. Es gilt also alles noch, was im Alten Testament steht, auch unter Jesus. Aber nicht nur das, Jesus selbst ließ sich auch nicht lumpen.
Lukas 14. Es ging aber eine große Volksmenge mit ihm, mit Jesus, und er wandte sich um und sprach zu ihnen: Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter und seine Frau und seine Kinder und seine Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Lukas 19. Doch diese meine Feinde, die nicht wollen, dass ich ihr König werde, bringt sie her und erwürgt sie vor mir. Offenbarung. Wer siegt und bis zum Ende an den Werken festhält, die ich gebiete, dem werde ich, in dem Fall Gott, wo ja Jesus auch ein Drittel von ist, Macht über die Völker geben. Er wird über sie herrschen mit eisernem Zepter und sie zerschlagen wie Tongeschirr. Auch Jesus hat sich zu den Frauen geäußert. Korinther, wie in allen Gemeinden der Heiligen sollen eure Frauen in den Gemeinden schweigen, denn es wird ihnen nicht erlaubt zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie auch das Gesetz sagt. Wenn sie aber etwas lernen wollen, so sollen sie daheim ihre eigenen Männer fragen, denn es ist schändlich für eine Frau, in der Gemeinde zu reden. Die größte Leistung Jesus in Richtung Frieden und Gewaltverzicht ist allerdings die Propagierung der Hölle. Selbst eingeweihte Christen, manchmal nicht mal Theologen, wissen nicht, dass die Hölle im Alten Testament nahezu bedeutungslos war. Erst Jesus hat angefangen, sie richtig auszubauen, zu dem Prinzip Zuckerbrot in Peitsche auf christlich Himmel und Hölle. Und dort in der Hölle droht er mit ewiger Feuer in einem Feuerofen, wo Heulen und Zähneklappern ist und der Wurm ewig nagt und wo alle seine Feinde, die ihm nicht folgen, landen werden. Eine ewig währende Qual, die sicherlich so grausam auch die Taten des Alten Testamentes sind, doch noch weit überboten werden durch diese Hölle. Das Fazit, was ich hier ziehen kann, ist: Nicht das Christentum, sondern an Aufklärung und Humanismus haben unsere Werte gesetzt. Fast immer gegen erbitterten Widerstand der Kirchen. Erst als diese Werte in der Allgemeinheit durchgesetzt haben, haben die Kirchen, so wie sie es schon seit Jahrhunderten gut verstehen, in absoluter Geschichtsfälschung diese Werte zu ihren eigenen erklärt. Tatsächlich ist die Bibel ein übles Machwerk, völlig ungeeignet, Zusammenleben zu regeln, und gehört, genau wie der Koran, auf den Index jugendgefährdender Schriften. Liebe Brüder und Schwestern, ich weiß, ihr macht euch jetzt sicherlich Sorgen um mich. Nicht wegen der Höllendrohung, nicht wegen anderen geistigen Sachen, sondern weil ihr wisst, auch in Deutschland gibt es noch den Blasphemieparagraphen, Paragraph 166 Strafgesetzbuch, wegen dessen jemand, der eine religiöse Gemeinschaft beschimpft oder in der Öffentlichkeit verunglimpft, strafrechtlich belangt werden kann. Liebe Brüder und Schwestern, ich kann euch sagen, ihr braucht euch keinen Gedanken um mich zu machen oder um eine Strafe, die mir droht. Denn erst vor einer Woche hat die UNO unmissverständlich festgestellt, Verbote von Darstellungen mangelnden Respekts vor einer Religion oder anderen Glaubenssystemen, einschließlich Blasphemiegesetzen, sind mit den allgemeinen Menschenrechtsstandards inkompatibel. Und mit dieser frohen Nachricht möchte ich meine Predigt eigentlich beenden, aber jeder weiß, ich schließe meine Predigten gerne mit einem Gedicht oder mit einem Lied ab. Naja, gut, das Lied kann ich euch nicht zumuten, zu singen jedenfalls nicht. Aber ich bin bei meinen Forschungen im Sinne des Pastafaritums auf eine uralte Schrift gestoßen, auf eine Schrift aus dem Jahre 1515, Text und Musik
von Martin Mutler. Überschrift: Ein bissfest Burg ist unser Gott. Ein bissfest Burg ist unser Gott, er braucht nicht Wehr noch Waffen. Zu helfen uns aus aller Not, das können wir selber schaffen. Der altersschwache Feind wird schon von uns beweint. Großmacht und viel List, dem abgegangen ist, den können wir bald streichen. Mit unserer Macht geht's gut voran, wird täglich neu geboren. Es streitet für uns jeder Mann, dem nicht der Geist verdorben. Fragst du, wie das ist, wenn du Selbstdenker bist? Wenn dir kein Dogma droht, dann wirst du selbst zum Gott und kannst dein Feld behalten. Und wenn die Welt voll Götter wäre und voll mit Priesterlingen, die könnten uns schon lang nicht mehr das Hirn wie Filz verschlingen. Der Fürst dieser Welt wird von uns gestellt. Gottes Reiche gibt's nicht, wir sind selbst Gericht, können selber Urteil fällen. Kein Wort soll unverändert stehen, Entwicklung soll es immer geben. So will's der große Lebensplan aus unserem Geist und Gaben. Wer will unseren Leib, gut er, Kind und Weib, wir geben's nicht hin. Stets ist unser Sinn, selbstbestimmt zu bleiben. Und damit, liebe Gemeinde, beschließe ich wirklich den heutigen Abend und wünsche euch einen guten Nachhauseweg unter seinen nudeligen Annexen. Amen. Amen.